Was im Monat April in deiner Steuerberaterprüfungsvorbereitung besonders wichtig ist, das verraten wir dir in unserem monatlichen Fachmagazin, welches jetzt für den Monat April erhältlich ist. Den Link dazu findest du wie immer unter dem Video. Das kannst du in digitaler oder physischer Form anfordern. Welche Inhalte wir da konkret für dich bereithalten, das verrate ich dir natürlich in diesem Video. Also wenn das für dich interessant ist, bleib mit dabei. Oder fordere dir das Fachmagazin direkt mit dem Link unter dem Video an. Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Wie ich dir eben schon gesagt habe, ist jetzt unser Fachmagazin April für dich erhältlich. Worauf kommt es also im Monat April an? Wie du sicherlich schon weißt, wollen wir in diesen Fachmagazinen dir für den jeweiligen Abschnitt der Prüfungsvorbereitung das beste Know-how mit an die Hand geben. Das heißt, jede Phase verlangt natürlich besondere Schwerpunkte, die man setzen muss. Und genau darum geht es primär natürlich auch im Fachmagazin für den jetzigen Monat. Das bedeutet, wir wollen da insbesondere natürlich schauen, egal ob du im Erstversuch bist oder im Wiederholungsversuch, worauf musst du in der aktuellen Phase achten, worauf kommt es an? Aber welche Probleme entstehen auch in dieser Prüfungsvorbereitung, gerade in der aktuellen Phase? Wie löst man das Ganze? Wie sollte man da rangehen, um so bestmöglich aufgestellt zu sein, möglichst die Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen und dann gut in die nächste Phase deiner Vorbereitung voranzuschreiten? Gleichzeitig wollen wir dir natürlich auch fachlichen Support mit an die Hand geben. Das heißt, ich habe da einen Artikel für dich geschrieben, worauf es in der Bilanzsteuerrechtsklausur, also am dritten Tag des Steuerberaterexamens, besonders ankommt, mal die letzten beiden Jahre analysiert. Wohin geht da die Reise? Worauf kommt es wirklich an? Wo muss man die Schwerpunkte legen in seiner Examensvorbereitung? Den Artikel findest du natürlich auch mit hier drin und dann natürlich auch einen Ausblick, wenn du 2023 in die Prüfung gehen solltest, was musst du da beachten. Zusätzlich gibt es natürlich auch wieder Kundenfallstudien, welche Erfahrungen die Kundinnen und Kunden bei uns sammeln, welche Erfolge sie feiern und natürlich noch vieles weiteres mehr. Wenn du dazu Fragen hast, schreib mir gerne was in die Kommentare. Wenn das für dich interessant ist und du in deiner Examensvorbereitung vorankommen möchtest, dann kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, diesen Report anzufordern, das Fachmagazin anzufordern. Den Link dazu findest du, wie gesagt, unter dem Video. Und dann hoffe ich, dass du mit den Inhalten den notwendigen Schritt im April vorankommst, dass du Gas gibst in deiner Examensvorbereitung und dementsprechend die nächste Stufe erklimmen wirst, um dann spätestens im Oktober richtig erfolgreich und gut vorbereitet zu sein in deinem Steuerberaterexamen oder wenn du erst in den nächsten Jahren in die Prüfung gehen solltest, in der Vorbereitung schon die ersten Schritte richtig angehst, richtig die Gelegenheit am Schopfe packst und dort die richtigen Schritte gehst. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Fachmagazin. Bei Rückfragen, wie gesagt, gerne Bescheid geben. Schreib mir auch gerne bei Instagram eine DM, wenn du Rückfragen haben solltest. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Malo.